Hey Leute und willkommen zum neuen Let's Discuss. Die letzten beiden waren ja eher so ein bisschen, sagen wir mal, nicht so wirklich ernste Themen, nicht so wirklich, sagen wir mal, in Anführungszeichen wichtigen Themen, sondern eher so Themen, die mich gerade interessiert hatten. Und jetzt wollte ich euch das Thema Metadaten, wie ihr es im Titel schon seht, ein bisschen, was heißt näher bringen, ein bisschen drüber fragen. Und zwar, Metadaten sind, ich habe mal hier die Wikipedia-Definition, das sind Daten, die nicht die Information von Daten enthalten, sondern an sich, was für Daten das sind. Als Beispiel hat man ja unten ein Buch genommen. Metadaten sind zum Beispiel der Autor, die Auflage, das Erscheinungsjahr, der Verlag, also so das äußere Paket. Im Internet wäre es zum Beispiel, auf welcher Webseite warst du, wie hieß das Video, das du geschaut hast, wo hast du, zum Beispiel, wenn du in irgendwelchen Forums postest, unter welchen Themen hast du es gepostet, vielleicht mit welcher Überschrift, aber nicht wirklich der Inhalt, den du gepostet hast. Und diese Metadaten werden natürlich von uns allen gesammelt, besonders im Internet, von jedem. Google, bla bla bla, besonders Cookies. Wenn man hier zum Beispiel auf Einstellungen gehen würde, dann würde man, also hier auf Einstellungen und dann auf Cookies, dann würde man alle Cookies sehen, die man hat. Und Cookies übermitteln halt Daten an irgendwelche Websites. Alles, was du bei Facebook eingibst oder so, wird ja auch Facebook übermittelt. Alles, was ich in Google Chrome, meinem Browser hier eingebe, wird natürlich Google übermittelt, wo auf welcher Website ich war. Der einzige Browser, der da noch ein bisschen unabhängiger ist, ist Firefox. Der gehört nämlich dann keiner Firma, der übermittelt deine Daten halt nicht. Google Chrome, natürlich übermittelt der Google die Daten, denn heutzutage sind halt Metadaten oder halt Informationen sind alles. Heutzutage geht es nur noch über Daten. Und darum wollte ich euch fragen, falls ihr euch jetzt ein bisschen mit Metadaten oder falls ihr darüber Bescheid wisst, hier ist auch nochmal eine Webseite, wo was sind Metadaten erklärt wird. Und Metadaten haben jetzt halt auch schon dazu geführt, dass zum Beispiel in Terrorgebieten, wie zum Beispiel im Irak, Iran, im Jemen und so weiter, wo halt wirkliche Terroristen am Werk sind, diese wurden von amerikanischen Drohnen abgeschossen, wo sich jetzt gerade vorgestern jemand, der die Drohne geflogen hat über 5 Jahre, halt gesagt hat, okay, er macht es jetzt nicht mehr, weil er keine Leute mehr töten will. Und das war alles basiert auf, oder das hat alles basiert auf Metadaten, die übermittelt worden waren. Da war Deutschland involviert, da war die NSA involviert, das war halt auch im NSA-Ausschuss jetzt. Und darum wollte ich euch einfach mal fragen, was haltet ihr davon? Ich persönlich finde, es hat halt zwei Seiten, so wie fast alles. Zum einen ist es gut gegen Terrorismus, es ist ganz klar, es hilft halt Terroristen zu stoppen, bevor sie irgendwas machen können. Zum anderen ist es halt ein krasser Eingriff in die Privatsphäre. Es wäre so, wie wenn hinter dir oder hinter jemandem jemand stehen würde, der schaut, oh okay, auf der Webseite war er jetzt, oh okay, der macht jetzt das. Und es gibt halt manche Sachen, da will man nicht, dass es jetzt jemand anders sieht. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Pornoseiten oder sonst irgendwas, sondern ich meine auch, was weiß ich, irgendwas Privates, wenn man zum Beispiel im Internet irgendwas, eine Frage eingibt oder so, wo man sich selbst nicht sicher ist, also irgendwas private Fragen, vielleicht sonst irgendwas, und dass das dann halt mitgeschnitten, in Anführungszeichen, wird, ist fraglich. Natürlich werden die Metadaten in Millionen Mengen gesammelt und auch fast gleich wieder, also relativ bald wieder gelöscht. Die werden nicht lange behalten, so große Datenmengen kann man ja gar nicht auf so vielen Servern speichern. Dennoch finde ich es einen harten Eingriff in die Privatsphäre. Aber gut. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Und dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Discuss. Bis dann. Tschüss.